Ein ganz normales Kaffeekränzchen am Sonntagnachmittag im Gasthaus Schachtner in Oberhögging? Nein, diesen Sonntag waren bis zu 80 Interessierte gekommen. Zur Auftaktveranstaltung der Bayerischen Aktionswoche zu Hause daheim. Organisiert von der Initiativgruppe Seniorenleitbild des Landkreises Dingolfing-Landau. Denn hier tut sich einiges. Wir sind schon seit langem bemüht, bei allen Maßnahmen, die wir machen, im Straßenraum, in öffentlichen Gebäuden, da was zu tun, diese Barrierefreiheit im Blick zu haben. Gerade vorher habe ich auch das Beispiel genannt, wir bauen gerade eine neue Volkshochschule, die ist barrierefrei erreichbar mitten in der Altstadt. Wir sind eine Bergstadt. Geboten waren zahlreiche Vorträge zum altersgerechten Wohnen. Zum Beispiel die Pflegebedarfsstudie, verschiedene Wohnformen und Tipps zum barrierefreien Ausbau. Es hat uns viel gebracht und hat Einblicke gegeben in unser zukünftiges Leben. Wir sind ja auch schon hübsch im Alter und wissen, wo wir dann hinwollen oder hin müssen. Hauptsächlich das betreute Wohnen. Das war sehr angenehm alles, wenn man da wohnen kann und doch betreut ist. Das Barrierefreie. Das hat mich jetzt schon zum Nachdenken gebracht, weil bei uns im Haus ist es auch so, wir sind auch noch im Haus und das ist vor 30 Jahren gebaut worden. Das haben wir nicht barrierefrei gebaut, mit Sicherheit nicht. Ja, mich hat eigentlich hauptsächlich das auch interessiert, wo man sich hinwenden kann, wenn man beispielsweise eine 24-Stunden-Pflegekraft möchte, damit man auch an seriöse Stellen kommt. Ich habe das da in einem Einzelgespräch mit dem Herrn Rütt, glaube ich heißt er, ja. Auf alle Fälle, er hat gesagt, es gibt schon Steine, aber man müsste sich dann vielleicht schon vergewissern, dass man mal beim Zoll nachfragt, ob denen die Firmen bekannt haben. Die Pausen wurden einerseits zur Bewegung und andererseits für das Informieren an verschiedenen Ständen genutzt. Eine unserer Anliegen, das wir auch vorstellen, ist ein Angebot zur Ausbildung von alten Begleiterinnen und Begleitern, also Ehrenamtlichen, die sich um Nachbarschaftshilfe und so weiter kümmern. Die Tendenz ist eigentlich schon dazu, dass es mehr wird. Vor allem jetzt durch die Pflegereform im Januar kennt man auch, dass mehr hauswirtschaftliche Versorgung und Betreuung dazu kommt. In der ambulanten Pflege sieht man da eine Möglichkeit, die Menschen, solange es geht, zu Hause zu lassen. Der letzte Programmpunkt war eine Podiumsdiskussion mit Teilnehmern aus Politik, Gesundheitswesen und Pflegeeinrichtungen. Was wäre so ein Punkt, für den Sie persönlich sich als Landrat einsetzen? Also der Landkreis ist jetzt auch nicht gerade arm. Ja, also wir können uns alles leisten, was notwendig ist. und wir werden das auch tun. Wir sind ja zum Beispiel bundesweit von 402 Landkreisen und Großstädten der Landkreis, der ist Nummer 1 bei Angeboten für Kinder, Jugendliche und Familien. Es gibt noch keine Untersuchung, wie das bei den Senioren ist, aber auch da wollen wir ganz, ganz vorne mit dabei sein. Die Diskussion wird am 14. Mai bei ISA-TV in voller Länge ausgestrahlt. Wer sich schon früher informieren will, nutzt am besten die Angebote der Aktionswoche. Die Termine sind unter anderem im Landratsamt zu erfragen oder unter www.landkreis-dingolfing-landau.de zu finden.